So. Und warum kriege ich keine Arkade? Ich hätte doch so gerne eine Arkade. Schade eigentlich. Schade, schade, schade. Das wird sonst... Wow, gut, dass ich so viel Speed habe. Eieiei, das hätte schwer in die Hose gehen können da unten. Andererseits sind die wahrscheinlich auch nur noch nicht tot, weil ich sie so schlecht treffe mit so viel Speed. Weil ich es einfach nicht gewohnt bin, so schnell zu sein. So, noch eine Münze und hier haben wir zwei davon. Nein, geh weg, stirb, schnell! Boah, knapp war das, knapp, knapp, knapp. Auch das mit weniger Speed hätte wieder schwer ins Auge gehen können. Was haben wir denn hier? The Lovers sind, glaube ich, zwei Herzen. Ich meine, ja, zwei normale Herzen. Auf jeden Fall besser als eine Range-Down-Pille, von daher. Wie hat der sich denn schon wieder da rausgecheatet, hä? Was machst du da? So macht man das aber nicht. Da oben auch schon wieder. Ich hasse euch. Ihr seid so blöd. Aber zum Glück treffen die mich so nicht. Hahaha. So, komm. Einfach parallel zu ihnen laufen, dann treffen sie nicht. Die Spinnen. Ganze Menge Spinnen sogar. Das war aber ein fieser Move da unten. Ja, auch. Geht drauf. Los. Zack. Und ein Namis. Hätte ich gar nicht haben wollen eigentlich. Egal, wir gehen erstmal zum Boss. Und es ist The Hollow. Oh Gott, in grün. Das heißt, es schießt auch noch. Es schießt auch noch. Das ist ja nicht so geil. Das ist ja nicht so geil. Und es kommen. Und es kommen noch kleine Würmer raus. Das ist ja super. Dankeschön. Ganz toll. Warum kriege ich eigentlich so viele Champion-Bosse im Moment? Wundert mich. Ich meine, es ist nicht schlimm, weil. Autsch, ist doch schlimm. So schwer sind die eigentlich nicht und und die geben halt teilweise dann auch irgendwas Besonderes, aber ich wundere mich ein bisschen, weil früher hatte ich solche Dinger immer gar nicht. Immer gar nicht. Immer gar nicht ist auch eine tolle, tolle Aussage. Au. Wie viel ich jetzt schon wieder verspielt habe hier an diesem blöden Boss. Ist aber auch schwer ungewohnt, dass der schießt, dann seine Richtung umdreht und dabei noch irgendwelche Viecher spawnen. Das gefällt mir nicht. Korrigiere mich, ist es doch... Sowas meine ich. Er dreht einfach um. Frechheit. So, weg damit. Und da kommt nochmal so ein Viech raus. Bin gerade... Boss-Challenge-Raum, Boss-Challenge-Raum. Range-Up. Ich werde das jetzt tun. Ich werde jetzt in den Boss-Challenge-Raum gehen. Und zwar machen wir das folgendermaßen. Es wird ein bisschen tricky, aber hey. Zack, einmal noch. Ne, Moment, das mache ich lieber da hinten. AKA hier. Zack, so. Jetzt dürfte es auf dem Weg keine Stacheln mehr geben, in die ich versehentlich reinlaufen könnte, weil ich viel zu viel Speed habe. Und dann machen wir das so. Ich gehe rein. Nehme zwei Herzen, nehme das noch und dann müsste das eigentlich reichen. Um hier alles, was die mir entgegenzuwerfen, zu töten. Das meine ich, wenn der nicht so weit springt, wie er eigentlich springen sollte, nämlich direkt zu mir. Normalerweise, wenn Monstro springt, springt er immer dahin, wo ich normalerweise stehe. Das ist man gewohnt. Wenn er das nicht tut, dann ist das total ungewohnt und man läuft genau in ihn rein. Wenn dann noch während des Sprungs die Geschwindigkeitsverlangsamung aufhört, ist das richtig schön. Mehr Larry Jr. Ich hasse im Moment Larry Jr. Ich habe das Gefühl, der will mich trollen. Ich hab das Viech noch nie so aggressiv erlebt. Es will mich im Moment immer töten. Also klar, es wollte mich schon immer töten. Aber ich habe das noch nie so aktiv auf mich zulaufen sehen einfach. Das wundert mich. Das nervt mich ein bisschen. Ich mag das nicht. Der soll weggehen. Ha? Geh weg. Habe ich gesagt. Mein goldener Schlüssel. Das lohnt sich jetzt ungefähr gar nicht mehr. Egal. Wir haben noch einen Haufen Herzen, die wir uns alle holen können. Und sonst eigentlich nichts. Nein, die Truhe. Quatsch, die Truhe. Die Münze. Truhe, Münze, Snizzle. Was ist los? Die Pille, die will ich nicht haben. Wir machen ohne weiter. Wir haben
eh schon zu wenig Range. Das kann ich mir gar nicht holen. Ich habe gar keine Bombe. Okay, dann holen wir uns hier noch ein Herz. Und das war's dann auch schon wieder. Und weiter geht's nach unten. Haufen Leben verloren hier, dank The Hollow in Böse. Was haben wir hier? Das ist Lust, das ist kein Problem. Ich bin nämlich wahnsinnig schnell und kann verlangsamen. Komm, geh, sterben. Eine Pille. Man weiß nicht, was es ist. Range up. Oh, sogar in zweifacher Ausführung. Das heißt, wir müssen jetzt eigentlich von einem Ende des Raums an den anderen schießen können. Yep. Mehr Range brauche ich dann wirklich nicht mehr. Aber wir gehen auf jeden Fall auch noch zum Shop. Das ist auf jeden Fall wichtig. Mir zumindest. Das ist immer praktisch, wenn da nicht gerade Greed drin ist. Andererseits, mit diesem Setup sollte eigentlich auch Greed kein Problem sein. Mehr Fliegen. Mehr Fliegen. Ich bräuchte tatsächlich noch ein bisschen Schaden. Ich mache selbst die Fliegen noch nicht mit einem Schuss kaputt. Das ist nicht schön. Was haben wir denn da? Zwei Trinket-Slots. Nehme ich erstmal mit. Vielleicht können wir das noch gebrauchen und auch das Herz nehme ich mit. Wir haben ja den Steam-Sale. Und ich möchte, glaube ich, auch hier weiter erkunden. Denn wie gesagt, Schaden könnten wir gut gebrauchen. Und ich habe so viele Schlüssel, dass ich auf jeden Fall, wenn sowas kommen könnte, eine goldene Truhe öffnen. Und dadurch vielleicht noch irgendwo Schadens-Upgrades kriegen könnte. Und ich fühle mich eigentlich relativ sicher bei normalen Gegnern hier mit dem Setup, was ich im Moment habe. Ich habe ja echt sehr, sehr viel... Ich habe ja sehr, sehr, sehr viel Speed, auch wenn ich das fast schon zu viel finde und schlimm finde, dass ich so viel Speed habe, aber hey. Autsch. Nicht gut. So macht man das nicht. So. Aber man kann ja so auch ein kleines bisschen üben mit dem vielen Speed. So, da ist schon wieder ein Herz. Und hier haben wir hier ganz viele Fliegenspucker. Vor allem auf so engen Raum. Auch so. Da hat es angefangen zu ruckeln. Ich hoffe, das hat man jetzt nicht gesehen. Im Video wird man es wahrscheinlich wieder nicht sehen. Also gefühlt die Performance-Probleme, die habe ich nur beim Spielen. Die sieht man nachher im Video überhaupt nicht. So, da gibt es nochmal einen Schlüssel für. Gerne, gerne. Gerne, gerne nehmen wir natürlich dankend an. Und mehr. Mehr Pistola. Nein. Nein. So nicht. So nicht. Autsch. Ich dachte... Autsch. Das war nicht schön. Das war auch irgendwie fies. Was noch so knapp da... Mir den blöden Wurm dahin zu setzen. Zah. Schämt euch. Schämt euch einfach nur. Die Umraten. Da wollte ich nicht hin. Das war schlecht. Das war ganz schlecht. Okay, kriegen wir dafür wenigstens auch nicht. Wir haben ja eh, wir können ja ausgleichen. Da hinten liegen ja noch haufenweise Herzen. Hier liegen auch noch welche, das ist ja schön. Igitt. Igitt. Knights. Bah. Das Schöne ist, man kann sie von vorne auch verlangsamen. Man muss ihnen keinen Schaden machen, um sie zu verlangsamen. Man kann auch einfach... So. Zack. Was macht er denn da? Ich weiß nicht, was sie da gemacht haben, aber hey. Wheel of Fortune. Ist jetzt auf der einen Seite nicht so toll, auf der anderen Seite weiß ich, dass wenn ich das Ding in einem Geheimraum benutze, dass da dann eine Fortune-Telling-Maschine rauskommt. Und ich habe mir gerade die Purse gekauft. Das heißt, theoretisch könnte ich zwei Trinkets kriegen. Das heißt, ouch, die ersten beiden Trinkets, die wir da kriegen, können wir auch tatsächlich eigentlich direkt benutzen. Weil... Ja, eigentlich so schlechte Trinkets gibt es da nicht. Die Zecke vielleicht ist jetzt nicht so geil. Aber hey, da müssen wir erstmal ganz viel böses Lack haben, damit wir auch noch direkt da eine Zecke erspielen. Außerdem... Oh, ein goldener Schlüssel. Außerdem ist das ja auch nicht schlimm. Wenn ich zwei tragen kann, dann kann ich ja immer noch eins auswechseln. Ach, ich habe gar keine Bomben-Crap. Ich muss in den Geheimraum kommen irgendwie. Ist schon mal ein... Ein Ziel. Stopp weg. Ja. So, eine Bombe. Da ist sie ja. Sehr gut. Und ich denke, mit 14 Bomben kann sich das auch lohnen. Ich hätte gerne Trinkets. Oh, da haben wir sogar 17.
Jetzt ist natürlich wieder die Frage, nehme ich den Shop mit gleich? 18. Ich mache erstmal Fortune Telling Machine. Marry and repute you. Blub, 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 blub. Don't leave the house today. Hatte ich nicht vor. You are worshipping a sun god. Nein, das tue ich bestimmt nicht. Es ist krass warm draußen. Ich verabscheue den sun god, wer auch immer das ist. Oh, was haben wir denn da? Turm Spades. Ja, gerne. 18 Schlüssel, klar. Mehr brauche ich sowieso nicht mehr. Es gibt's doch nicht. Jetzt komm, gib mir hier Trinkets. Sonst krieg ich hier mal 1000 Trinkets aus den Dingern raus. Oh. Die Wahrsagekugel. Na klar, nehme ich mit. Gibt's ein blaues Herz. Das Ding gibt, ich glaube, Tarotkarten. Also immer halt irgendwelche Karten. Kann es geben oder halt blaue Herzen. Außerdem zeigt es mir die Karte an. Was es aber nicht so wichtig ist, weil ich ja die Karte sowieso schon habe. Aber hey, schlecht ist es auf jeden Fall nicht. Nettes Item. Wenn man es denn möglichst früh kriegt. Ich glaube, wir hatten es auch tatsächlich noch nie. Dann kann man sich zum Beispiel auch den Kauf der Karte im Shop ersparen. Denn man sollte eigentlich alle 6 Räume kann man das benutzen. Und dann sieht man die Karte, das sollte eigentlich reichen. Oh, 10 Bomben. Klar, nehme ich mit. Gerne. Ich muss mal gerade aufpassen, dass ich hier nicht zu viel Leben drin verliere. Aber hey, das gibt ja auch nochmal wieder eine Aufladung für meine Kugel. Und die kann mir potenziell sehr viele blaue Herzen auch geben. Ähnlich viele wie das Buch, theoretisch. Und ich kriege nicht automatisch dadurch die Reiter, die man ja automatisch kriegt, wenn man das Buch nimmt. So, komm. Alle draufgehen. Uah, Knights. Ausgerechnet. Ausgerechnet hässliche Knights. Uah. Mag euch nicht, ich mag euch nicht. Zack, einer weniger. Du darfst auch gerne sterben. Du auch eigentlich, wenn dir genehm. Wahrscheinlich nicht dir genehm, aber hey, ist mir auch egal. So. Natürlich mit dem... Man hat natürlich sehr viel Zeit, sie zu töten mit der Verlangsamung. Das ist schon mal gut. Es ist nicht so gut, als wenn man durch die durchschießen könnte oder so, aber es ist schon ziemlich stark. Das... Verlangsamen gegen diese Knights. Ich muss nur noch irgendwie... Autsch, wie blöd war das denn bitte? Was tust du da schon wieder? Zu wenig Schaden tut Snizzle da. Und rechnet nicht damit. Ich brauche auf jeden Fall noch Schaden, denn so wird das mit Mom und Moms Heart... Gut, Moms Heart geht noch, das wird nur ewig dauern. Aber mit Mom wird das so schon nervig. Also möchte ich nicht unbedingt. Autsch, wenn es sich vermeiden lässt. Wenn man viel Leben hat, nimmt man auch viel Schaden. Das ist irgendwie komisch. Wenn man wenig Leben hat, nimmt man auch eher wenig Schaden. Also, außer in geregelten Ausnahmefällen. So, wir haben wieder haufenweise Bomben. Wir haben haufenweise Schlüssel die ganze Zeit schon. Wir sind so, was alles andere aufgestellt ist, außer Schaden, eigentlich ganz gut dran. Ich würde auch sagen, das Leben reicht erstmal. Warum kriege ich jetzt gerade schon wieder so böse auf die Fresse hier von allem? Viel nicht in Ordnung. Ja, komm. Hätte ich mir auch von da oben holen können, habe ich jetzt aber gerade keine Lust zu, denn ich bin faul. Machen wir es also so. Kann ich mir immer noch holen, falls ich es gleich nochmal brauche. Autsch, 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 ich will nicht. Autsch! Warum? Warum? Snizzle, warum? Ah. Ach, Mann. Da oben ist gerade eine verlangsamt. Wenn ich die Mist verlangsamt töte, dann sind die Schüsse nicht so schnell, die rauskommen. So ungefähr. Ist immer gut. Ah, da waren die Schüsse schnell. Verdammt. Oh, oh, the sun. Okay. Oh. Was mache ich denn da? Warum laufe ich auf die Stacheln drauf? Ich bin zu schnell. Viel zu schnell. Ja, und jetzt soll ich mir das Herz holen, ne? Ah. Ah. Oh Gott. Oh, das ist aber nicht so schön. Okay, ich gehe jetzt tatsächlich nochmal zurück und hole mir die Herzen, die ich da noch kriegen kann. Hier unten war noch eins, ne? War das ein ganzes oder ein halbes? Na, da komme ich nicht dran. Das ist ja toll. Das ist mir vor der Nase herumgetrollt. Nicht in Ordnung, aber bevor es zum Boss geht oder ich hier noch tatsächlich sterbe an sowas... Gehe ich dann lieber nochmal zurück. Dafür ist der Speed ja immerhin dann auch ganz praktisch. Zack, wir sind relativ schnell wieder zurück. Immerhin das, immerhin das.
Moment. Ach nee, die Fortune-Telling-Maschine war explodiert. Ne? Ich habe immer noch kein Trinket. Das ist irgendwie auch nicht schön. Da ist tatsächlich nur der komische Ball, der Wahrsageball aus der Maschine rausgekommen. Finde ich nicht in Ordnung. Autsch. Finde ich nicht in Ordnung. Warum bleibe ich da schon wieder an der Wand hängen? Finde ich auch nicht in Ordnung. Jetzt bin ich hier eingekesselt. Ist auch super. Jetzt komme ich hier wieder nicht mehr ordentlich raus. Und warum? Weil ich an der Wand hängen geblieben bin. Was ist denn das für ein Bug? Mir eben schon die ganze Zeit so komisch passiert. Aus irgendeinem Grund, den ich nicht nachvollziehen kann. Jetzt darf ich schon wieder zurücklaufen und mir meine Herzen holen. Toll. Ganz toll Spiel. Du willst mich doch nur trollen heute hier. Mann. Solche Stellen sind natürlich mal gute Momente, um irgendwelche Cuts zu machen in den Videos. Die Frage ist dann immer, ob man tatsächlich an der Stelle eine ordentliche... Erstens aufgehört hat zu quatschen, was ich auch nicht tue, nur weil ich gerade nutzlos durch die Gegend laufe. Da hinten ist noch ein Herz. Außerdem ist dann immer die Frage, ob das zeitlich passt, halbwegs. Ist noch ein ganzes Herz, dann nehme ich halt das Ganze auch noch mit, ist ja egal. Beim Boss wird es schon was geben, wenn ich ihn überhaupt schaffe mit meinem bisschen Leben. So, was haben wir denn? Haben wir hier unten vielleicht noch was ich mir kaufen könnte? Nein, nichts Sinnvolles. Okay. Und wenn ich mal auf meine Zeit gerade so gucke, wird das ja wahrscheinlich eher keine Cut-Stelle werden. Also müsst ihr euch das in einer Folge antun, wie ich hier hin und her laufe. Vielleicht sogar am Anfang einer Folge direkt. Einfach nur stupides Hin und Her laufen. So, dafür kommt jetzt aber auch der Kampf gegen Loki. Naja, Loki ist jetzt eigentlich nicht so schwer, wenn man es denn gebacken kriegt und halbwegs ein bisschen Schaden hat. Denn wenn man das nicht hat... Können einen zum Beispiel diese komischen Bombenfliegen sehr leicht mal töten. Weil es zu viele werden oder so. Kann immer mal passieren. Ah. Man kann aber auch seine Stachelkugel verlangsamen. Wenn man sie trifft. Was man natürlich nicht absichtlich versucht. Man sollte schon versuchen, Loki zu treffen. Aber wenn man sie mal trifft und sie verlangsamt, finde ich es ja schön eigentlich. So ungefähr. Okay. Noch mehr Speed up. Langsam ist aber echt gut. Wie viel Speed habe ich denn jetzt? Volles Speed. Ich glaube, ich hatte vorher schon volles Speed. Oh, das geht ja jetzt gar nicht mehr. Das ist ja kaum zu steuern. Meine Güte, wie soll ich das denn machen? Gleich bei Mom in so einem kleinen Raum. Oh Gott, ich sehe Probleme auf mich zu kommen. Und natürlich kriegen wir noch eine Curse of Darkness, weil, warum auch nicht? Kann man ja immer gebrauchen. Und ein Headless Horseman kommt uns da out und fährt uns platt. Nein, lass mich in Frieden. Lass ich mich lieber von euch beiden beschießen, als dass er mich wieder umfährt da unten. Aber er geht natürlich so in die Ecke, dass... Das ist doch nicht wahr. Gibt's doch nicht. Autsch. Ey... Der will mich doch verarschen, oder? Warum hält denn der da unten an? Der muss doch da oben anhalten, wenn er da oben losgefahren ist. Was ist denn hier los gerade? Bin gerade ein kleines bisschen genervt. Kann doch nicht wahr sein. So, das ist... da unten wäre ein Boss-Challenge-Raum, den ich ja eigentlich gerne machen würde. Na komm. Ja. Schießende Fliegen. Schießende Fliegen. So, komm, du gehst jetzt drauf da unten. Nein. Ja, genau. Ach, schade. Aber, ja, komm, genau. Haha, ich brauche keine Bombe dafür verschwenden. Das Ding lasse ich erstmal da liegen. Für vielleicht Boss-Challenge-Raum, wenn wir denn irgendwie noch, in Anführungsstrichen, genug Leben verlieren. Nicht, dass das irgendwie wahnsinnig erstrebenswert wäre. Wobei ich das Gefühl habe, das könnte jetzt sehr leicht, ouch, passieren. In diesem Raum hier. Oh, so ungefähr, wenn man eingekesselt wird. Oh crap, ich sehe das schon. Das könnte in diesem Raum sogar sehr, sehr gut passieren. Oh Mann, diese Herzen und dann die Masken und überhaupt. Das ist doch nicht. Komm, eine Maske, ein Herz. Krieg mich gleich bestimmt nochmal. Ich sehe das schon kommen. Puh, okay. Das ist einmal eine Karte und es ist tot. Okay. Ich nehme erstmal tot mit gerade. Muss mir aber merken, dass da noch was... Oh Gott. Tot.
Bitte aber ganz schnell. Das lasse ich auch erstmal da liegen. Und dann nehme ich jetzt...